So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei den Simmu-Freunden. Wir sind wieder unterwegs auf der Mazovica Polana und das ist doch mal ein geiles Bild, oder? Das finde ich schon mal sehr cool. Voll im Erntefieber hier. Apropos Fieber, der Fliegel ist gleich voll. Und zwar genau jetzt. Genau. So, Otto, du fährst weiter. Ich bin mal eben zur BGA. Ich komme aber gleich wieder. Kein Problem. Mach dir keine Sorgen. Ich bin gleich wieder da. Der Papa ist gleich wieder da. So, das heißt, wir leeren erstmal den Fliegel aus und pressen dann die Ballen weiter. Das Feld da hinten habe ich schon mal eben fertig gemacht. Beziehungsweise, das hatten wir ja gestern angefangen oder vorgestern. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich das schon mal wieder fertig gemacht. Ist ja auch egal. Und dann machen wir das Feld gleich noch und dann können wir die Ballen auch wieder einstapeln. Dann müssen wir noch Mähen fahren. Wir brauchen nämlich wieder Heuballen. Wir müssen die BGA wieder ein bisschen aufschaufeln. Wir müssen Kuhfutter machen. Wir müssen, ach um Gottes Willen, wir müssen auch so viel tun hier. Wir müssen auch die Karte noch weiter umbauen. Ich bin immer noch dabei. Die Version, die liegt hier auf dem Rechner. Ich bin auch immer noch fleißig dabei, jeden Abend. Aber das braucht halt echt Zeit, ne? So. Biegen wir mal hier ab. Wir haben ja schon einen Haufen da liegen. Da schütten wir jetzt noch ein bisschen was nach. Damit der Hanomag dann hier auch mal zum Einsatz kommt. Wobei wir das eigentlich gleich machen könnten. Ja, das können wir gleich machen. Wir kippen hier eben ab. Müsste ja zur Seite funktionieren, genau. Sehr schön. Damit es schöner aussieht, fahren wir nochmal ein Stück zurück hier. So. Perfekt. So, und der Haufen wird ganz schön breit. Bloß nicht die schöne Gerste platt fahren. So, dann müssen wir hier nochmal umdrehen. Oh! Der Baum steht doof. Ah, der steht ein bisschen doof. Und der auch hier. Oh, der steht ja genau da drin. Ah, das ist das Problem, ne? Ah, das habe ich nicht gesehen. Das heißt, den hauen wir wieder weg und den hier genauso. Also was passiert halt, deswegen muss man die Karten vorher testen, wie doof, ne? Also, wer eine neue Karte macht oder moddet oder so, das meiste ist ja fast tatsächlich die Testerzeit, ne? Das braucht ja Ewigkeiten und solche kleinen Sachen findest du halt nur, ja, wenn du die Karte hier aktiv testest und spielst und so weiter, ne? So, apropos testen. Wir testen hier den Hanomag. Wir machen die Rundumleuchten an und haben hier schon einiges im Waffenarsenal, möchte ich fast sagen, ja. Wir haben eine normale Schaufel, wir haben hier noch eine normale Schaufel, wir haben hier eine... Ach, wir haben hier alles Mögliche. Wir nehmen jetzt mal diese Schaufel hier. Das hier ist zum Beispiel die ganz normale Standardschaufel. Ja, die LS-15 Standardschaufel für Teleskoplader. Denn der Hanomag hat ja nur die Aufnahme für einen Teleskoplader und hier gehen 4500 rein. Anständig, sauber. Und dann schütten wir mal eben diese Schaufel da rein und dann gucken wir mal, was hier eigentlich noch so fehlt. Gülle oder... Oh, der Bunker ist aber sehr leer. Der ist verdammt leer. Wir gucken mal eben. Ja, Gülle hat er noch. Dünger 30% könnten wir auch gleich mal verkaufen. Dazu muss aber erstmal der Anhänger leer werden. Wie viel ist denn da noch drin? Ach, der ist leer. Ach, dann hat er sich das automatisch... Ja, so sollte es sein. Dann hat er sich das automatisch reingezogen. Wunderbar. So, dann füllen wir hier noch ein bisschen Weizen. Also, sagt er zumindest, Weizen. Jetzt füllen wir noch ein bisschen Gerste ein. Ein bisschen Silage. Und dann... Genau, so machen wir das jetzt. Dann verkaufen wir den Dünger. Und dann holen wir Gülle. So, wir können das Ganze hier auch gerne nochmal von innen machen. Machen die Rundumleuchten wieder an. Nicht, dass hier noch was passiert. So, dann kippen wir das hier schön ab. Und trinken nebenbei die Paulaner-Spezi. Prost! Ah! Herrlich, so eine warme Paulaner-Spezi aus dem Führer... aus dem Führer... Wie sagt man? Aus dem Führerhaus hier. Aus dem Führerleitstand. Na, aus dem Führerleitstand. Das ist cool. Nicht zu verwechseln, ne? Das möchte ich mir durchaus verbieten.
mit dem anderen Führerleitstand. So, und dann haben wir jetzt hier 52%. Jetzt kippen wir da noch ein bisschen Silage rein. Und dann fahren wir mal Gülle holen. Ja, viel ist eh nicht mehr da. Dann passt's ja eh wieder. So, 12%. Eieiei, die verbraucht aber auch echt ganz schön, ne? Aber man kriegt ja auch ordentlich Geld. 137.000. Wir könnten eigentlich mal einen Kredit zurückzahlen. Andere. Jetzt kommt er aber ganz durcheinander. Zurückzahlen, zurückzahlen, zurückzahlen. So, schuldenfrei. Schuldenfrei, oh Gott, wann war ich denn das zum letzten Mal? Auf welchem Spielstand war ich denn das zum letzten Mal? Oh je. Das müssen wir aber schleunigst ändern. Das kann nicht sein. Das kann so nicht richtig sein, ja. So, dann machen wir noch eine Schaufel rein und dann würde ich sagen, fahren wir mit dem Fass los. Oh, und wir brauchen hier tatsächlich dann auch bald wieder Silage. 67.000 nur noch. Das ist echt nicht viel. Das klingt viel, aber für so eine kleine Mini-BGA hier am Laufen zu halten, ist das nicht so viel. Denn ihr seht es ja selbst, ne? Die frisst hier ordentlich was weg, du. Ich glaube auch, die Anwohner hier lassen nachts den Fernseher laufen und so weiter. Die scheinen hier ordentlich Strom zu verbrauchen, ne? So, dann parken wir mal eben den Unimog. Ach, Unimog, ja genau. Den Hanomag wieder ein. Klingt ja fast gleich, ne? Zumindest die Endung. Unimog, Hanomag, Unimog, Hanomag, Unimog, Hanomag. So, parken wir den hier wieder im Wald ein. So muss es sein. So, und wie ich es gelernt habe, immer mit einer leeren Schaufel abstellen. So. Dann hängen wir mal hier eben um. Bloß nichts kaputt fahren hier. Obwohl, wenn nicht, kaufen wir neu. Wir haben Kohle. Das ist doch kein Problem. Ja, und genau das meine ich. Wenn ich mal viel Geld habe, dann bin ich hier auch wild am Einkaufen. So, dann fahren wir da rückwärts ran und gucken mal, ob er den hier schön voll macht. Ah, das funktioniert echt total genial, ne? Das ist echt total super. Also diese BGA, habe ich glaube ich letztens schon gesagt, kann ich wirklich total empfehlen. Ja, es dauert natürlich auch seine Zeit hier, ne? Aber das macht ja nichts. So, was ist denn jetzt? 100%. Sehr schön. So, 10.000. Jetzt gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Dann müssen wir da rückwärts ranfahren. 37.046. Gucken wir mal, was daraus wird. So, nicht über die Gerste fahren. Oh Gott, der fährt sich aber auch wieder einen Schuh zusammen hier. Ach ja, das wird ja aber stündlich dann, oder? Nee, kommt jetzt schon. Auch gut. Aber jetzt gleich in 7 Minuten Ortszeit, sozusagen, gibt sie wieder Geld von der BGA. Bin ich mal gespannt. 6 Minuten. Bin ich mal gespannt, wie viel wir dann kriegen. Weil wir haben ja jetzt Silage und Gerste drin. Und die Gerste soll das Ganze noch mal ein bisschen pushen. Also wir haben auf jeden Fall 5.000 gekriegt. Das ist schon mal ordentlich. So als Abfallprodukt finde ich das nicht schlecht. Und wir können ruhig einiges verkaufen, denn... Wir brauchen erstmal keinen Dünger. Und bis wir Dünger brauchen, hat die schon längst wieder nachproduziert hier. Also
Alles easy, alles gut. So, den lassen wir jetzt hier volllaufen. Das macht er ja auch so dann, oder? Ja, sehen wir an dem Manometer. Okay, das läuft voll. Dann fahren wir zurück zum Feld. Der Otto dürfte fertig sein. Dann können wir nämlich gleich noch ein bisschen Gerste hierher holen. Und so. Und los geht's. Auf geht die wilde Fahrt zurück zum Hof. So, hier kommt nichts. Gestern kam auch keiner. Also, Autos scheinen die hier nicht zu besitzen in Mazovica. Aber dafür verbrauchen sie eine Menge Strom. Vielleicht fahren die auch mit ferngesteuerten Untergrundautos, die mit Akkubetrieb laufen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall verbrauchen die einiges an Strom und sie sind nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Das sieht schon schön aus, ne? Der Hof und so. Ist schon echt schön hier. Ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch sich die Karte runtergeladen hat, weil er sie hier gesehen hat. Das würde mich echt mal interessieren. Wer von euch hat gedacht, Mensch, die Karte sieht ja echt nicht schlecht aus, die der da spielt. Der Typ da, der von Simu-Freunde da, der spielt die Karte, die lade ich mir jetzt mal runter. Das würde mich wirklich interessieren. So, und warum stehen bei dir die Blinkleuchten? War das schon immer so? Ach so, die... Kennt ihr das noch? Da gab es doch auch mal hier Tool Times. So, jetzt tank amoi ab hier. Da ist doch noch einiges drin. Ah ne, wir tanken erstmal ab und dann fahren wir da wieder zum Feld hoch. Zwei Felder haben wir da oben noch. Genau da hinten. Aber jetzt tanken wir erstmal ab. Dann müssen wir noch die Ballen weiter pressen. Oh Mann, wir haben noch einiges an Arbeit vor uns hier. So. Die Ballen einsammeln müssen wir natürlich auch noch. Dann müssen wir die auch noch wegstapeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also vor Arbeit können wir uns hier momentan kaum retten. Ist so. Hashtag ist so. So, okay, hier ist noch nicht ganz fertig. Auch gut. Haben wir nämlich noch mal ein bisschen Zeit. Dann würde ich sagen, parken wir erstmal den Drescher hier. Den Drescher hier parken, das klingt auch irgendwie komisch. So. Gut. Schneidwerk runter, Verletzungsgefahr und so weiter. Ziehen wir mal die Handbremse an und machen den Motor aus. So. Oh, mein Gott. Schreck mich doch nicht so. Sollen wir mal eine Runde mit dem Ursus fahren? Komm, wir fahren mal eine Runde mit dem Ursus. Dann haben wir den ja auch nochmal in Aktion gesehen. Komm, wir parken uns mal hier auf dem neuen Feldweg. Und dann fahren wir mal eine Runde mit dem Ursus. Der läuft aber auch wie eine Biene, ne? Ist schon sehr cool. So, was kann man denn hier nochmal? 5? Ach so, das Heckfenster, das Dach. Das ist, genau, das war die Tür. Und dann konnte man hier noch irgendwie... Ach so, Handbremse. Irgendwie den Ölmessstab. Warte mal, wie ging das? Ach, hier. Ich glaube... Oder was ist das da? Oder ist das zum Vorpumpen oder Vorglühen oder... Weiß das jemand von euch? Das würde mich echt mal interessieren, was das da gerade ist. Weil technisch bin ich ja total die Niete, was das hier angeht. Vielleicht ist das auch wie bei so einem alten Rasenmäher, so zum dreimal vorpumpen und dann springt er an. Ich habe keine Ahnung. Aber auch das würde mich interessieren. Und ich weiß, dass es hier Leute unter uns gibt in dieser ultra geilen Community, muss ich ganz klar sagen, die sich mit sowas auskennen. Das weiß ich. Geil auch, dass die Spritzlappen sich hier bewegen und nicht irgendwie statisch sind oder so, ne? So, den haben wir dran. Und dann ackern wir mal los hier mit dem kleinen Ursus. Der schafft ganze 25 km/h in der Spitze. Aber ist ja auch kein Rennwagen, sondern
ein alter Hase, ein alter Klassiker hier in Mazovica. So, und wir sind leider auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Mensch, das ging wirklich schon wieder sauschnell. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen oder vielleicht sogar ein Abo, falls noch nicht geschehen. Oder natürlich auch gerne weiterempfehlen. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut. Tschüss.